Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in IFC24 bei der VfL Wolfsburg-Karriere. Weiter geht's. Und ja, ich muss sagen, also das Ding ist, ich habe nach dem letzten Part, habe ich halt, also ich habe mich kurz vor diesem Part hier schlau gemacht, also in den Einstellungen geguckt. Ich konnte sowohl die Fouls, also zumindest die Karten konnte ich ausstellen, genauso wie halt auch das Handspiel, beides aus. Und ja, mal schauen, wie es so funktioniert. Hoffe, das klappt auch, weil wenn nicht, wäre es halt schon scheiße und unnötig von ihr, ey. Aber so soll es sein, so kann es bleiben. Jetzt darf sowohl der Gegner treten, wie er will, ohne Karten, genauso wie ich selber. Zumindest ist das so von mir eingestellt worden. Ob es funktioniert, weiß ich, ey. So. Eventuell. Ich weiß ja nicht, ob die das wissen oder nicht. Aber auf jeden Fall habe ich auch gesehen, ich habe Transferangebote für Kaminski gehabt. Nach dem Part habe ich halt kurz da geschaut gehabt, nach dem letzten. Und da haben wir eins für Kaminski und noch irgendwas gehabt. Deswegen gehe ich da kurz rein und schaue halt auch selber mal, was ich so machen werde eigentlich. Weil hier haben wir auf jeden Fall einen. Nee, ach, Kaminski hat noch einen Deal. Von Lazio, das besser ist. Okay, ja, dann muss ich hoffen, dass er nicht nach Sevilla will, aber ja, ich weiß nicht. Aber das wird direkt angenommen. Da wird nicht mehr verhandelt. Wir haben ein besseres Angebot. Bitte geh nicht zu Sevilla, Mann. Bitte. Bitte, Kaminski. Ich bitte dich nur um eine Sache. Bitte geh zu Lazio. Bitte. Bitte, bitte, Junge. Er geht natürlich nach Sevilla. Was für ein dreckiger kleiner Huso, Junge. Ganz ehrlich, komm mir, geh weg einfach. Ja, wir hätten mehr Geld bekommen können, aber Kaminski hat nicht gegönnt. So. Warum sagt der Assistent dann, ich kann mehr verlangen und wir sind Pokal? Braunschweig, nice. Nice, könnte eine Aufgabe sein, die lohnenswert ist. Ja, ich weiß. Leverkusen will Castells haben. Okay, warum? Junge, halt die Fresse, Lacroix. Schnauze, ganz ehrlich. Ja, geht. Czerny spielt eigentlich ganz okay. Geht fit. So, Czerny. Ja. Ganz ehrlich, Lacroix, Junge, halt die Fresse, ja. Halt dein blödes Maul. Ganz ehrlich, willst du mehr Erfolge, Junge, dann spiel besser. Ansonsten kannst du gerne auf die Transferliste, habe ich auch kein Problem mit. Wenn mir blöd kommst, Junge. Komm mir doch nicht blöd, ey. Ganz ehrlich, wenn du nicht besser spielst langsam, fliegst du raus, ey. Was soll denn das? Komm mir noch blöd oder was? Wo sind wir denn hier gelandet? So kann er mit wem anders reden, aber nicht mit mir. So. Wenn ein Trainer. Mal Respekt, du kleiner Huso. Ganz ehrlich. Pff. Das Arschloch, Alter. Auf die Nerven, ey. Wir spielen. Und Wind hat scheiße gespielt. Wollte ich Wind nicht auch verkaufen? Ich glaube ja. Ne? Ich glaube, ich wollte Wind verkaufen. Wobei Castells so. Ich brauche ihn ja aktuell nicht. Und wenn Leverkusen ordentlich einen Deal macht für ihn. Wer weiß. Aktuell habe ich ja eh einen neuer. So. Früchte in der Hinterhand, der zwar ausgeliehen ist. Aber ich könnte dann sowieso noch irgendwen holen als Backup. Vielleicht. Vielleicht Keylor Navas, ja, das wäre mein Traum. Das wäre ein Traum. Und Wim packe ich auch mal weg, weil. Nee. So. Kann mal weg eigentlich. So. Ja, wobei er hat eine großartige Form, also lasse ich das erstmal. Also vielleicht erstmal lassen mit Wind, weil vielleicht einen schlechten Tag gehabt und so, aber ja, vielleicht hätte ich auch mal ein bisschen Cola halt Prevails und so eine Scheiße. Ach so, wir spielen gegen Köln gerade. Ich will aber aktuell vor dem Spiel gegen Köln noch nach Castells gucken, wie viel ich da verlangen kann und so, wie das ausschaut und so. Ja. Weil wenn Leverkusen mir das Maximum oder annähernd Maximum bezahlt, dann ist das ein Deal. Vielleicht 33,5. 33,5 könnte ich verlangen. Nur, schade eigentlich. Ich hätte mit 40 gehofft, tatsächlich. So um den Dreh. Aber 33 würde ich, also 33 Mio würde ich annehmen. Yes, danke Leverkusen, Mann. Korrekt, Mann. Es gibt auch noch korrekte Verhandlungen hier, Mann. So wie ich das sehe. Warum nicht öfter, Mann? Warum nicht öfter? Geile Scheiße, danke schön, Mann. Sehr gut, danke Leverkusen. Respekt. Also danke, dass ihr sowas macht. Und jetzt gucke ich mal eben nach Keylor Navas, dass ich den eben verpflichte, weil den will ich haben. Der hat mir in einer Karriere so einen Arsch gerettet, seitdem will ich ihn haben. So.
Handanovic gibt es ja hier anscheinend nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob der Region hier von ihm ist, weil wahrscheinlich eher weniger. Weil es ja ihn selber nicht gibt. So. Aber weiß ich auch manches nicht bei Regions, was da abgeht. Ist ja auch egal, wir gönnen uns Keylor Navas erstmal. Und vielleicht ändern wir das, aber wer weiß. So, weil Keylor Navas 85er und wie gesagt, der hat mir jetzt so einen Arsch gerettet in einer Karriere. Vielleicht macht er das hier ja auch. Und so, wer weiß. Mal schauen. Mal schauen, wie viel PSG für Navas haben will. Der zwar schon in die Jahre gekommen ist, aber das ist mir ja scheißegal. So. 1,4 vielleicht. Gebe euch noch eine weitere Verkaufsgebühr mit oben drauf. Ist auch drin. Na, ist sehr gut. Ich hätte wahrscheinlich noch weniger verlangen können, aber scheiß drauf. Will's nicht riskieren bei Kalor. Der ist mir zu wichtig dafür. Wie gesagt, in einem Projekt, in der schwersten privaten Sprinto Glory, die ich damals hatte, also das war halt alles privat, aber ich habe da halt gerne Privatsprint und Glories gehabt oder auch Showdowns mit meinem Bruder. Props gehen raus. Und da hatte ich halt einen Impossible Sprint to Glory gemacht, die ich bei einem bekannten deutschen, beim vielleicht bekanntesten deutschen FIFA-YouTuber, FIFA-Karriere-Modus-YouTuber gesehen hatte. Gesehen. Und da hat mir halt Navas den Arsch gerettet gehabt, später, wo ich halt nicht so viele, wo ich halt schon nach der ersten Saison war und nicht so viele Möglichkeiten hatte. Und er hat da so geil gespielt, so eine geile Form gehabt auch. Und also zumindest stand das halt jedes Mal, wo ich geguckt habe, hat eine geile Form und so. Und deswegen, so. Deswegen hat er halt bei mir einen anderen Status, einen anderen Stellenwert. So, vielleicht kriegt er sogar einen ähnlichen hier wie Neuer, wer weiß. So. Auf jeden Fall bin ich froh, dass er da ist und er will sogar Schlüsselspieler sein. Vielleicht wird er hier Schlüsselspieler, wer weiß. So. Auf jeden Fall ist das Rafa Guerrero, wenn mich nicht alles täuscht, der den vorstellt. Und das ist cool. So. Rafa ist ja auch noch nicht so lange hier, glaube ich. Ne? War meinst der letzte Transfer, den wir gegönnt haben? Vor der Winter, vor jetzt halt. So, also von den nicht freien Spielern. Weil vielleicht kamen danach noch welche, ich weiß gar nicht mehr, aber ist ja auch egal. Und ja, wir kriegen ordentlich Geld auf jeden Fall und dann gönnen wir uns vielleicht mal Masraoui oder so. Was ist so wichtig? Warum? No. Upamecano haben sie vielleicht verkauft deswegen. Konate ist bei Spurs. Ja, ich weiß nicht. IV wahrscheinlich am ehesten verbessern wollen würden. Außer ihn hier. Außer er wäre möglich. Aber er ist auch zum Spurs. Was machen die Bayern mit der Abwehr? Davis weg, Masraoui weg. Was zum Fick läuft bei denen schief im Kopf? Ganz ehrlich so. Ah gut, dann spielen wir gegen Köln und gönnen uns vielleicht Keylor Navas im Tor, weil jetzt will ich Castells keine Spielzeit geben. Ich hoffe, dass er und Leverkusen sich einig werden. So, deswegen Neuer und Keylor Navas, wo bist du? Hier bist du, Kollege. Dann lass du direkt auch mal rein gegen Köln und mal schauen, ne? Wie das so abläuft mit Keylor Navas. Ich will dich testen. Ich will gegen Köln auch eine geile Leistung sehen. Und das Gute ist, wir können das jetzt testen, ob das wirklich stimmt, dass es keine Karten gibt. Weil das heißt jetzt, ich werde in der Defensive, wenn es nicht im Strafraum ist, knallhart zur Sache gehen. Absolut ruppig. So ist ja egal. Foulspiel, Freistoß können sie ja haben, wenn es halt kein Elfer, also nicht nah am Strafraum ist am meinem. Dann können sie ruhig einen Freistoß von mir haben. So. Solange es keinen Elfer gibt oder Freistoß in meiner Strafraumnähe, ist mir das egal. Warum kann ich hier nicht? Achso, weil ich hier den Anschluss habe, habe ich gar nicht gesehen. So. Gerade gar nicht mitbekommen, gar nicht realisiert. So. Und naja, ist ja auch egal. Ich habe es ja eh vergeigt. So, mal gucken. Dass ich hier ruppig zur Sache gehe, vielleicht rotwürdige Fouls mache, dass wir das gucken, dass das auch wirklich, ob das auch wirklich stimmt. Weil was die mir sagen, das nehme ich nicht unbedingt für bare Münze, was ihr mir sagt. So, weil, nee, kannst du auch nicht. So. Gucken, ob es hier wirklich keine Karten gibt. Das wäre Traum, weil dann ist es fair. Niemand sieht irgendwas und gut ist. So. Gibt dann vielleicht trotzdem noch die ein oder andere Fehlentscheidung, weil Fouls ja nicht deaktiviert sind. Aber dann ist das das geringste Übel. Sag ich, wie es ist. So. Nimmt man dann zwar in Kauf, weil man es in Kauf nehmen muss, aber das wäre dann anders. Das wäre dann fair. So muss man leider alles ausstellen, Karten und halt auch die Handspiel leider, um faires Gameplay zu haben. Aber ja, wenn man es wenigstens, aber dann wäre es wenigstens, wie gesagt, fair. Keylor Navas macht sein Debüt hier auf Köln, in Wolfsburg gegen Köln. So, ist ein neuer VfL Rückhalt hoffentlich. Zumindest hoffe ich, dass er der Rückhalt wird, wie Manuel Neuer, dass er ähnlich stark für uns spielt, aber näher kriegt direkt so ein Gegentor. Na was, was war da los? So, und auch Co. Weil natürlich kriegt er auch die Abwehr schuld, weil klar, es war ein guter Schuss von Kainz, aber trotzdem. Was ist mit der Abwehr los? Haben die da geschlafen oder was? So.
Also ich bin ja generell, nee, so. Ja, gönn dir den. Wobei. Ist mir doch ein bisschen riskant geworden dann. Aber vielleicht muss ich auch einfach mehr auf Risiko gehen da vorne und der ist drin. Und der zählt, der war kein Abseits vorne. War das Czerny? Wer war das? Czerny, ne? Könnte Czerny gewesen sein, ne? Nee, Canales. Oh, okay. Okay. Wusste jetzt nicht, ob es vielleicht Czerny war. Czerny. Oder Erhal, der Canales. Aber der kann wirklich alles, der Boy. Hat man da gesehen. Udo Gimmermchen beigewinnen. Canales. Ah, wenn man zu schlecht hier den Ball am Abschirm gewesen. Ja, scheiße. Nice. Nice. Ich hoffe, wir sehen, dass es da keine Karte gibt. Weil das will ich gerne immer sehen, dass es keine Karte gibt, auf welcher Seite auch immer. Weil dann ist das fair, weil KI kriegt ja eh kaum Karten. Egal wie hart sie zur Sache gehen. Und ich krieg jetzt mal Karten, also da passt das dann. Wenn jemand eine Karte sieht, ist dann halt fair und ausgeglichen. So. So wie es eigentlich sein sollte, ist es halt dank dieser Option. Zumindest das haben sie hinbekommen. Also muss man ihnen eigentlich für sowas schon Props geben, auch wenn es halt schon schade ist, dass sie das im normalen Spiel verkacken, ohne die Option, dass man die nimmt. Aber okay, ich muss mir auch vielleicht selber zutrauen in der Offensive. Weil da habe ich nun mal Können. So. Nicht das krasse Ultra-Können wahrscheinlich, aber immerhin kann ich da was und nicht so wie in der Defensive. Aber Wimmer kann anscheinend gar nichts mehr. Das ist doch belastend. Ja, vielleicht hole ich bei Nuggets auch von der Leier zurück. Fehlt mir. Ist zwar noch nicht so lange weg, aber der fehlt mir jetzt schon. So, der Boy. Und meinen wollte ich ja auch zurückholen von der Leier. Stimmt. Wollte ich das Rodrigo oder meinen da spielen? Einfach statt Wimmer. Ja, mal gucken, wie wir das alles regeln werden. Oh, sehr gut. Da kam so eine Kameraveränderung, also war vielleicht ein Powershot oder so. Oder generell ein krasser Versuch hier, wer weiß. Gut, dass er nicht der Rede wert war. Im Endeffekt kann alles. Macht ein ordentliches Spiel hier. Mokoko, ah, schade. Konnte er leider sich nicht durchsetzen. Schade. Hätte ich gern gehabt, dass er sich da durchsetzt. Gegen den Kölner. Verteidiger da. Aber naja, ist nicht so. Und das wäre auch kein Abseits, weil er auch noch wer von mir ist, wahrscheinlich. Schön von dem Verteidiger von mir. Sehr gut. Aber leider der Kopfball direkt zum Gegner. Aber gut. Ging vielleicht auch nicht besser in der Situation. Deswegen, ja, nicht zu kritisch mit meinen Männern hier sein. Meinen Leuten. Denn sie sind meine Wölfe. Habe ich ja alle geholt. Also, oder halt gelassen. Also, ja. Geholt, gelassen. Ist ja egal. Sind ja jetzt alle. Ich bin ja alle unter mir als Trainer. Außer mir halt, weil. Okay, ich trainiere mit und so. Bin natürlich. Handel mich selbst als Spieler, aber bin ja Spielertrainer. Sozusagen. Wie es vielleicht bei Amateuren ist, weiß ich nicht, ob das so ist in den Amateurvereinen. War halt einmal im Verein gewesen, aber der Typ, der war eh ein Vollidiot. Weil, ja. Hatte Angst, dass ich mich verletze im. Als Spieler im Fußball. Ja, sollen Verletzungen vorkommen, aber dafür Spieler nicht spielen lassen, das ist eine dumme Aussage von einem dummen, unnötigen Hurensohn. Sag ich, wie es ist, und zwar einzig zurück hier. Wegen Kainz, der irgendwie das Spiel seines Lebens macht. Blöde Drecks-Kölner hier. Das Ehrliche. Kann er einfach nicht bringen. Odogi zu Saire-Emery. Zu Galado? Wie Galado? War Gegner, ne? Ne, Galado? Wer zur Hölle ist Galado? Achso, ist das der Verteidiger? Achso, okay, dann ist er aber leider weit aufgerückt, als ich wollte. Und Mokoko mit dem starken Schuss. So. Schade, Mokoko. Haben wir immerhin gut versucht hier. Hätte was werden können, theoretisch. So. Deswegen, ja, versuchen wir. Canales mit. Ah, shit, was war das für ein Ball von dem ZM? Saire-Emery, Junge. Spiel mal besser. Top-Talent und so eine Scheiße macht der da. Oh shit. Nein. Reyes. Junge Reyes! Setz dich doch durch und Navas spielt auch irgendwie Kacke, ey. Ist nicht der neue Rückhalt, den ich mir erhofft habe von ihm.
Vielleicht war One Hit Wonder in der FIFA 22 Karriere, weil das war die einzige Karriere, wo er wirklich gut war. Vielleicht so ein One Hit Wonder und leider liege ich gegen Köln zurück, was erstens nicht gut, weil ich ihn nicht leiden kann und zweitens, weil wir so auch eventuell ein bisschen Abstand zu den Rängen bekommen, die im internationalen Geschäft drin sind. Ja, Canales spielt eigentlich ganz gut, Serra Marie spielt scheiße. Deswegen kommt er auch mal raus. Gallardo ist ein Stör. Ich habe einen Verteidiger da vorne. Was ist denn bei mir kaputt gewesen? Aber hat nicht schlecht gespielt. Also war schon okay gewesen, aber trotzdem so. Kann es ja eigentlich nicht bringen. So. Auch wenn er da spielen kann, aber. Also theoretisch spielen kann und ja, komm. Ja, ich weiß nicht, ob ich Swanberg hole oder eher ein Neuer. Ich würde eher sagen Neuer. So als Rückhalt. Deswegen mache ich das einfach so. Und hoffe, dass Canales noch durchhält. Ja. Dass wir halt hier hoffentlich noch irgendwie den Ausgleich zumindest mitnehmen. So, perfekt. Es gibt keine Karte, perfekt. Wird es hoffentlich nie wieder gehen, laut der Einstellung. Aber ob das so stimmt, weil wie gesagt, die Wörter nicht immer nicht für bare Münze. Und da sieht man den Unterschied, wer Neuer am Tor ist. Der geht da direkt hin, Faustet dran. Das ist der Manuel Neuer-Effekt. Und jetzt Canales. Haben wir den Sergio Canales-Effekt? Nein, haben wir leider nicht. Weil der Opa den Ball verliert. Echt, ey. Schade. Also mit seiner Beraterin werde ich über die Situation noch ein bisschen ausgiebig, also werde ich auch ausgiebig mit ihr bestimmt drüber reden und so. Aber ja, passt doch. Spiel weiter. Mach das Ding, Wimmer. Wimmer, Junge, mach das Ding. Mach doch rein, Junge. Wimmer. Er hat die Chance gehabt seines Lebens und er. Oh, Scheiße. Okay, Wimmer verkaufen wird notiert. Hier, weil. Nee. Ja, Guerrero, den Rafa, den ich auch gerne öfter in Offensivaktionen mit eingebunden, eigentlich. Wir brauchen ihn wohl offensiv und defensiv, leider. Das ist nicht so geil. Aber aktuell wohl. So wie ich es brauche. Aber das war gut gespielt. Das war gut gespielt. Aber jetzt leider schon wieder Verteidiger von Köln. Also die machen das nicht verkehrt da hinten eigentlich. Aber vielleicht ja jetzt Czerny. Czerny ist da, Junge. Let's go, Mann. Joker-Tor Czerny. Let's go, Junge. Der ist. Der, ey, den behalte ich erstmal. Der ist cool. Der ist cool, der Czerny. Ja. Der empfiehlt sich gerade für weitere Einsätze. So. Das hat er super gemacht, der Boy. Aber auch die anderen da vorne, Offensivkräfte, das war super. Schon der erste Ball da. Der war gut. Udogie. Ah, schade. Schade, schade. Fast den Ball. Fast wäre es kein Aus gewesen hier. Fast wäre Czerny da am Ball gekommen. Weil Czerny, der ist. Boah, den kannst du brauchen wenigstens. Nicht so wie so ein Kaminski, ey. Der absolut nur Scheiße die ganze Zeit spielt. So, nee. So. Wenn er überhaupt mal spielt. Aber was sind das für Dinger von einem dreckigen FC? Ganz ehrlich. Adam Jan, wer zur Hölle ist das? Warum hat der so einen Power-Schuss oder was? Macht hier einen auf CR7 oder was mit dem Schuss? Ja. Wobei, da müsste er wahrscheinlich ein bisschen mehr tricksen und so eine Scheiße. Ja. Aber trotzdem, was soll denn das? Das ist kein Weltklasse-Spieler, dieser Adayamo. So, Adayam. Ich weiß noch nicht mal, ob der Typ bezweifelt sogar, dass er Talent hat hier. Was für so ein Foul, halt die Fresse, Ref. Deswegen würde ich auch gerne Fouls komplett ausschalten, nicht nur die Karten. Weil es war in meinen Augen nichts. So. Hätte ich aber auch beim Gegner als nichts gesehen. Das war was, aber es gibt ja keine Karten mehr. Deswegen kann ich da hingehen, wie ich will, weil es jetzt fair und ausgeglichen ist. Weil jetzt sieht keiner irgendeine Karte. So, das heißt, auch die dürfen hingehen, wie sie wollen. Aber gut, sie hatten auch vorher dafür keine Karte für bekommen. Oder hätten keine Karte dafür bekommen. Also dafür hätten sie sowohl früher als auch jetzt kriegen sie dafür keine Karte. Deswegen, ja, Unterschied macht es bei ihnen nicht. Bei mir schon und ja. Aber trotzdem fair und ausgeglichen. Deswegen, ja. Wird das auch so beibehalten. Für immer und für ewig. So. Und schade, dass man die Fouls nicht ausstellen kann, weil dann wäre es halt wirklich fair. Und dann wäre es halt auch wirklich so, wie ich es haben will, weil es halt einfach fair ist, weil es ausgeglichen ist. Und ja, dann darf halt jeder foulen, wie er will. Gibt es ja nicht mehr, dass dann gepfiffen wird. Und es ist für beide Seiten. Keiner hat einen Vorteil, so wie vorher. Und Rodrigo, Junge, den musst du machen. Ganz ehrlich, den musst du eigentlich besser machen. Aber naja, egal. Vielleicht ja jetzt. Vielleicht ja jetzt. Schon wieder wäre ein Ball Wimmer und Wimmer, Junge.
Das war nichts von dir. Also du verlierst gerade deinen Stammplatz heute. Du spielst gerade irgendwie die ganze Zeit irgendwie in letzter Zeit spielt er nicht mehr so gut wie damals, wo ich ihn kurz reingeholt hatte. Was war das für eine Flanke? Und der wird natürlich abgefälscht und es gibt Abschluss. Nee, Ecke, okay. Naja, anhand der Reaktion habe ich gedacht, es gibt doch nicht die Ecke, die ich eigentlich gesehen hatte. Hätte ja sein können. Dass da die Refs trotzdem noch gegen einen pfeifen, was das angeht, natürlich. Könnte. Also theoretisch können sie das. So. Ja. Ich hier 73 Sekunden und es sieht nicht nach einem Ausgleich aus. Absolut nicht. Aber die haben auch Schüsse drauf, ey, die sind nicht von dieser Welt. Die sind unrealistisch für Köln-Verhältnisse. Weil, pff, ja. Oder auch sowas, Alter. Meine Abwehr, die spielt auch irgendwie scheiße. Ob es jetzt Baku ist, so der in der Situation wenigstens Lucky war oder Thiago Silva oder wer auch immer da hinten in der IV spielt, so. Ja, alle nicht gerade gut. Rodrigo ist zu langsam dafür. So, dann machen wir hier auf Dings, auf Canales. Der, ja, den Anschluss, den das Anschluss getroffen hatte jetzt. Rodrigo oder wer war das? Keine Ahnung. Könnte Rodrigo gewesen sein, ne? Ist so Rodrigo, ja, ne? Oder? Oder was Canales? Ne, Rodrigo. Perfekt. Perfekt, perfekt. Läuft doch. Haben wir wieder den Ausgleich hier. Ja, auch habe ich da wen gefoult? Oh, es gibt ja keine Karten mehr, weil es ja und ausgeglichen ist. 3-3 steht. Ich dachte irgendwie, wäre irgendwie bei 2-2, aber. Ne, steht 3-3. Okay. Nein, 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 doch nicht so, Junge. Ach, puh, Ecke. Okay. Ecke ist mir lieber wie Elfmeter. Verständlicherweise. So, vielleicht. Ah, shit, der erste, den habe ich nicht wirklich gut gedeckt hier. Fast wäre das bestraft worden. War ein neues da. Sehr gut. So wie er halt auch da sein soll, ne? Das Ding ist natürlich, die sehen auch keine Karten mehr. Aber gut, die haben vorher auch kaum Karten gesehen. Deswegen, so viel Unterschied ist da ja wie gesagt nicht. So. Als wie jetzt bei mir, dass ich nicht mehr bestraft werde für Fouls, die keine waren. So. Gab es ja leider zu oft. Genauso wie für Handspiel, was keins war. Aber so ist das halt, ne? Wenn man EA-Game zockt. So. Komm schon, du sollst nicht mit dem ins Hotelzimmer verschwinden, sollst ihm genau Ball abnehmen. Sehr gut. Da kann er ja gerne nach dem Spiel, wenn die beiden in ein Hotelzimmer verschwinden wollen, können sie das ja gerne machen. So, ist nicht meine Sache, aber whatever floats your boat. So, ist mir ja egal, aber nicht auf dem Spielfeld, bitte. Weil da soll, von all meinen Spielern soll da ordentlich gespielt werden. So. Ah, Köln kann sich ja gerne, also der Kölner kann sich ja davon gerne ablenken lassen. So. Wäre cool, weil es ist meiner Mannschaft hilft, da habe ich nichts gegen. So, das ist ja dann das Köln-Trainer. Das macht ja dann der Köln-Trainer mit seinem Spieler aus. Und da ist das Tor zur Führung für uns. Erste Mann im Spiel, dank dem Mann, der alles kann. Let's go. Canales, nächstes Tor. Und in letzter Zeit, da wird er hier zu einem Top-Torjäger. Seit ich ihn zur ZOM pose, seit er ZOM spielt und nicht Canales und nicht Rafa Guerrero. Er wird mein Guerrero anscheinend hier in nächster Zeit, aber leider nicht für immer, weil er schon ein bisschen älter ist. Von der alten Garde, aber wäre er nicht alte Garde, wäre er wahrscheinlich nicht freier Spieler gewesen und ich hätte ihn nicht holen können. Deswegen passt das eigentlich alles so. Und wir sind in der Nachspielzeit. Köln, nochmal, Neuer. Neuer hat den Ball und ist das der Abpfiff gewesen? Ja. Dankeschön. Boah, wir retten ein sehr, sehr glückliches 4:3 über die Bühne. Also, ja, es war eine kämpferische Leistung, aber es war am Ende, also es war eine glücklich, klar, aber es war auch gekämpft bis zum Gehtnichtmehr. Danke, dass Sie Und so kurz deswegen nach denke ich, geht Abpfiff das meine vollkommen Karte in Ordnung, reingekommen auch sind. wenn Köln natürlich krasse Dinger reingeschaut hat. Hoffentlich motiviert ihm das, weil wie gesagt, es geht hier nicht um einzelne Spieler, es geht hier um das Team an sich. Und ich treffe die Entscheidung, was am besten fürs Team ist. Und deswegen spielt er auch Canales jetzt häufiger. Und ja, man sieht ja warum. Er hatte großen Anteil daran, genauso wie Neuer, Danke dass für wir dieses halt hier das Gespräch. Spiel gedreht haben. Und ja, im nächsten Part geht es gegen den bei Braunschweig. Um das Einzug ins Halbfinale schon. Ich guck mal gerade, wer noch so drin ist. Das gönnen wir uns gerade noch. Weil ich möchte gerade echt wissen, wer ist noch im Pokal drinnen. Nee, ich möchte Hannover 96 vor der angezeigt. Ach so, wegen Pokal natürlich, natürlich. Ich wollte schon sagen, Hannover ist aufgeschrieben, ist hier bitte in der Bundesliga. Nehmen wir neu. Freiburg, Gladbach, Bayern, Union, Braunschweig, Wolfsburg, Hamburg und Fürth. Und ich habe mal ein leichtes Los bekommen. Das leichteste Los bekommen? Das habe ich im DFB-Pokal kaum gehabt in 22. Deswegen freut mich das.
So. Ansonsten wäre halt noch HSV oder Fürth nicht so verkehrt gewesen von der Härte her, aber Braunschweig nimmt man mit, ne? Aber natürlich werden wir die Braunschweiger Boys nicht unterschätzen, ne? Und 4-0 aber gegen Hoffenheim gewonnen, also hoffe ich auf ein ähnliches Ergebnis, ähnlich gut überzeugendes Ergebnis gegen Braunschweig, aber wir werden es sehen. Trainingsplan für Navas, ne, ist okay. So. Bleibt so, wie es ist erstmal. Jens soll ausgeliehen werden. Ja, natürlich. Der spielt nicht, deswegen darf er ausgeliehen werden hier. Muss öfter spielen, du kannst die Fresse halten, ganz ehrlich. Achso, das war die falsche Antwort. Vor allem, was labert der öfter spielen, Junge? Was für die geringe Anzahl? Bist du irgendwie hirnamputiert oder was? Du spielst gefühlt jedes zweite Spiel, was du dir eigentlich nicht verdient hast, du kleiner Hosenscheiße. Ganz ehrlich, ey. Das wäre von mir. Was will der Penner von mir? Wenn er das gesagt hätte, dieser Moritz Jens, okay, der hat noch nicht ein Spiel oder so. Aber Lacroix? Lacroix? Lacroix hier? Der blöde Huso? Nee. So, darfst gerne mal auf die Transferliste wandern, Junge. Also ehrlich, darfst mal gerne hier auf die Transferliste, weil du spielst scheiße. Spielst ja 20, spielst ja 19, spielst ja 20, 20 Pflichtspiele von wie viel hatten wir? Ja, wir hatten noch nicht viel mehr. So 20 Pflichtspiele, wo wir vielleicht zwei, drei mehr hatten, weiß ich ja nicht. So, aber viel mehr hatten wir noch nicht als 20 Pflichtspiele und da kommt der und heult mir rum oder was? Nee, Junge, komm auf dein scheiß Leben klar. Darfst du verkauft werden, wenn ein ordentliches Angebot für dich reinkommt? Tschüss, geh mir nicht auf den Zeiger, die ganze Zeit heult er mir rum. Ich will hier Erfolge, ich will hier Erfolge, dann spielt er scheiße. Und heute rum, obwohl er jedes Spiel spielt oder fast so gut wie jedes Spiel spielt oder sogar jedes Spiel gespielt hat? Nee. So. Nee, einfach nur nee. So. Herr Gallardo. Ja, bei dir ist das egal eigentlich. So. Nee, Alter. Nee. So. Ich kann auch mal ruhig öfter einsetzen in Wales. Weil er auch gut gespielt hat in dem einen Spiel, wo er gespielt hat. Felix Lange? War der Typ ausgeliehen oder? Wer ist das? So. Sehe ich zum ersten Mal hier. Ich weiß nicht, war er ausgeliehen gewesen? Keine Ahnung. So, Baku, wie spielt Baku? Baku spielt gut. Zumindest okay spielt er, okay. Ist doch immer ein etwas. Der spielt großartig, cool. Habe ich jetzt. Also ein paar Partien stimmt das, ein paar anderen, naja. So, hier haben wir auch eigentlich ordentlich genug Leute. Muss ich auch mal gucken, dass ich das ein bisschen verteile. Kalmar, nee. Will ich nicht öfter einsetzen? Lené? Nee, Alter. Ja, Lené erst recht nicht, dann doch eher Kalmar von der Form her. Ja, der ist auf der Liste, der ist auf der Liste. Tierney. Tierney behalte ich erstmal. Da mache ich auch erstmal einen Block rein. Weil ich weiß nicht, wie viel ist der Typ überhaupt wert. Der Boy, der Tierney. 13 Millionen, okay. Ja, gut, könnte man vielleicht noch, wenn man mega was rausholt, vielleicht, aber eher weniger. Wimmer, wie viel bist du eigentlich wert? Ist ordentlich eine Stange Geld wert, dann vielleicht einen besseren für Wimmer einfach eher. Weil Czerny gefällt mir. So, er ist der Joker, den ich haben will. So, er ist treffsicher, er macht die Dinger, ist der, den ich haben will. Und Wind kann man auch mal auf die Liste packen, weil wenn ein Angebot für Wind ist, das ordentlich ist, why not, so. Mal schauen, da müssen wir halt ordentlich in die Tasche greifen für Wind. Genauso wie für Wimmer. Aber wenn sie es machen, dann sind die beiden weg. So. Für ordentliche Deals, wenn es Sinn macht und ich mir da bessere Leute holen kann, dann mache ich das. So. So ist das halt einfach gesagt und wird auch einfach gemacht. Und genauso geht es halt auch um Lacroix. Weil, pff, nee. Ich denke darüber nach. Passt nicht zu dem Verein, ganz ehrlich. Halt die Goschen. Spielt scheiße und dann kommst du mir so die ganze Zeit um die Ecke oder was? Halt mal deine Luft an, Junge. Spiel vernünftig und halt die Fresse, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. So. Sehe ich ja gar nicht ein. Mir so noch um die Ecke kommt, so. Nein, das soll nicht geändert werden, Spiel. Ich wollte hier rauf. Zu den Coaches. Und ich wollte gerne ein bisschen mehr Abwehr hier noch verbessern. Das wäre hier hoffentlich 5 Sterne, 5 Sterne. Hier haben wir einen 5-Sterne-Coach in der Defensive. Was heißt, ein 4-Sterne-Coach geht weg, der nicht dieser Keeper-Typ ist. Der ist der Keeper-Typ. Das heißt, du gehst weg. So, und zwar ein. Du hast 4 Sterne, dann kann ich eigentlich auch dich rauswerfen. Wenn man das war falsch gedrückt.
Ich will Fuchs dann eigentlich rausschmeißen. So. Weil Beckers ist ja der Keeper. Ne? Genau, der Bronze in der Defense, den muss ich behalten. Kann ich mir eigentlich easy merken. Theoretisch, ne? So. 5 Sterne haben wir 2 Defensive-Leute. Ja, mache ich das. Theresa, die kann zwar auch woanders eingesetzt werden, aber am wichtigsten ist mir, dass die Verteidigung steht. Deswegen hole ich hier einfach noch einen. Und zwar für diesen Winkler. Aber vielleicht klappt das ja echt hier. Winkler. 50k, wie viel kostet der? 46? Ah, das sind 5 Sterne, aber warum ist der dann teurer? Weil er noch woanders gut spielen kann, oder was? Oder weil er länger hier war? Ach, wie auch immer. Ist ja egal, wir haben noch genug. Wir haben ja ordentlich noch Geld hier. Cool. Weil vielleicht sind ja auch noch andere Positionen hier. Auf jeden Fall war die Abwehr fast schon gefestigt hier. Angriff wäre auch cool, wenn hier noch ein paar 5 Sterne wären, so. Nee, leider nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Und Keeper auch nicht. Okay. Ja gut, ne? Keeper ist eh nicht so wichtig aktuell. Mittelfeld, Abwehr und Sturm sind halt wichtig, aber vor allem die Abwehr, weil ja, Sturm, das kriege ich auch selber hin zur Not so. Aber gut, wie gesagt, ich hole dann noch, würde ich sagen, gerne meinen Char zurück, weil den will ich wieder haben. Und es läuft ja auch von der Stürmerposition abgesehen von Mokoko nicht wirklich gut. Deswegen hole ich meinen einfach zurück, weil ich denke, dass ich ihn besser coachen kann. Aber er ging 2 Ratings hoch immerhin. Also hätte ich ihn vielleicht doch auf der Leihliste lassen können. Naja, mal gucken, ne? Kann ich ja ruhig nochmal draufpacken, aber ich denke, ich lasse ihn auch hier. Ja, mal schauen, ne? Cinovic und der Rest kann ja bleiben. Ja. Ja, ansonsten war, denke ich, lasse ich das auch alles so und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ciao, ciao.